Das Aquasplash in Traiskirchen wurde für einen Tag zur Hundeauslauf- und Schwimmzone erklärt. Nach der Sommersaison für Zweibeiner wurde zum Abschluss der Badesaison zum Hundebadetag geladen. Das Aquasplash in Traiskirchen verwandelte sich zum Ende der Badesaison in ein riesiges Planschbecken für Hunde. Nach dem Badeschluss für die Zweibeiner wurde das Wasser entchlorifiziert und so hundetauglich gemacht. Für die Betriebsleiterin des Aquasplash, Petra Bauer, ging damit ein langjähriger Traum in Erfüllung. Ja, sehr richtig. Ich habe mir das schon sehr lange gewünscht und jetzt haben wir es endlich durch die Stadtgemeinde Traiskirchen auch durchsetzen können. Ich habe das vorigen Sommer gesehen in einer anderen Gemeinde und habe mir gedacht, das brauchen wir unbedingt auch und ich bin total froh, dass wir es geschafft haben, dieses Event nach Traiskirchen zu bringen. Ja, das war das Ziel, dass sich Menschen und Hunde heute wohlfühlen, dass sie Spaß haben und dass sie alles benutzen können, was sie wollen. Neben dem für die Vierbeiner freigegebenen Schwimmbecken gab es noch diverse Verkaufsstände, die für das passende Rahmenprogramm sorgten. Von der Stadtgemeinde gab es noch ein hilfreiches Tool für das tägliche Geschäft. Einen mobilen Gaki-Saki-Spender, den kann man sich auf die Tasche oder auf die Hose hängen und den kann man bei der Stadtgemeinde abholen, gratis. Traiskirchen versucht eben stets eine hundefreundliche Stadt zu sein. Bei der Umsetzung des ersten Hundebadetages erhielten die Verantwortlichen aber auch Unterstützung von zahlreichen Tierfreunden. Die Leute machen selber mit, was da ganz toll ist. Die Aussteller haben sich in Wirklichkeit von selber gemeldet. Ich musste da keine großen Interventionen dahinter stellen. Die Gäste kommen auch, also wir hatten Reichweite. Wir hatten Werbeentschaltungen, Anrufe, auch noch bis heute vor 10 Minuten findet es ja statt, weil wegen Hochwasserkatastrophe doch einige gefragt haben. Ja. Aber das Bad wurde aufbereitet, von dem her steht einem Badetag nichts im Wege. Und für den Fall, dass der eine oder andere Hund Probleme mit dem Kühlen nass hat, gab es professionelle Unterstützung vor Ort. Ja, wir haben auch 2 Hundetrainerinnen, die einfach auch mit den Hunden arbeiten und auch den Herden auch ein bisschen zu unterstützen. Weil viele Hunde trauen sich auch zum Beispiel, ich habe es jetzt gehört, nicht ins Becken springen. Dabei springen die aber ins Meer, in den See. Ja. Vielleicht ist es auch, weil es einfach eine andere Umgebung ist und doch ganz viele fremde Hunde auch noch da sind. Funktioniert einwandfrei, alle sind verträglich, die Leute sind entspannt und die Hunde schwimmen. Also Sie sind neben dem Bademeister heute die zweitwichtigste Person? Das glaube ich nicht. Also die Leute haben ihre Hunde gut im Griff und es läuft reibungslos. Also prinzipiell alle verträglich und man sieht, alle Hunde spielen und schwimmen und einwandfrei. Die Veranstaltung fand großen Anklang. Viele Hundebesitzer nutzten diese einmalige Gelegenheit, sich mit ihren Vierbeinern in den riesigen Becken des Aquasplash austoben zu können. Wir haben es in Facebook gelesen und haben uns gedacht, nachdem die Emmy zur Hälfte Wasserhund ist, das macht ihr sicher Spaß. Ja, und wir haben recht gehabt, das macht ihr sehr viel Spaß. Die Hunde sind alle so sozial und so verträglich und man kommt auch mit so vielen Hunden irgendwie in Kontakt. Also es ist extrem cool. Sehr lustig. Also ich finde es total angenehm, die Atmosphäre. Man sieht, die Hunde haben total viel Spaß. Es gibt total viele Möglichkeiten für die Hunde, natürlich auch für uns als Hundebesitzer. Also es ist eine super Veranstaltung und Möglichkeit für die Hunde, dass sie schwimmen gehen können. Die Badegäste sind super drauf. Es ist wirklich die Stimmung toll und es war Wahnsinn. Ja, es ist wirklich Wahnsinn.